die Fahrer unten in der Startaufstellung noch die letzten Einstellungen vornehmen, schließt sich mir ein Mann namens Stefan Römer hier bei mir in der Kommentatorenbox an. Und der weiß alles über den Druck vor dem Rennen. Stefan, schön, dass du bei uns bist. Sag uns doch bitte gleich mal, was den Fahrern jetzt gerade in diesen Momenten durch den Kopf geht. Ich denke mal, sie werden langsam das Adrenalin spüren, wenn sie an den Weg zur ersten Kurve denken. Fast so, als ob man sich auf einen Kampf vorbereiten würde. Die unbekannte Situation fordert Nerven, doch das ist gut. So konzentrieren sich alle auf den Moment und ihre Umgebung, während wir auf den Start des Grand Prix zusteuern. Wir sind so gut wie bereit und so sieht die Startaufstellung für das heutige Rennen aus. Nach einem fantastischen Qualifying startet der mehrfache Weltmeister Sebastian Vettel von der Pole. Und Lewis Hamilton macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Ricciardo, Bottas, Max Verstappen und Raikkonen, Perez, Sainz Jr., Massa und Nico Hülkenberg. Grosjean, Alonso, Lance Stroll und Ocon. Quert, Magnussen, Stoffel van Dorn und Jolyon Palmer. Wehrlein und Marcus Ericsson vervollständigt die Startaufstellung. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Thank you.
Mercedes hat heute einen großartigen Sieg gefeiert. Und Stefan, ich frage mich wirklich, was hier der Unterschied zwischen dem Sieger und der Konkurrenz ist. Sie haben ein Auto, das unter den heutigen Bedingungen erst so richtig aufblüht. Das Auto kommt sehr gut mit den nassen Fahrern zurecht und dadurch haben die Fahrer auch genug Selbstbewusstsein, um anzugreifen. Durch dieses Selbstbewusstsein steigt man früher wieder aufs Gas, man bremst später und verschafft sich dadurch einen Vorteil. Und hier sind die Fahrer, die es nach diesem spannenden Rennen aufs Podium geschafft haben. Sie haben hier, wie so oft, alle Erwartungen übertroffen und feiern einen verdienten Erfolg. Heute steht Mercedes ganz oben. Stefan, ich würde gerne von dir wissen, wer dein Fahrer des Tages war. Für mich war das Kevin Magnussen. Das war eine souveräne Vorstellung heute. Wirklich beeindruckend. Das war's beim heutigen Grand Prix und Stefan und ich verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal.